So, gucken wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Stereoanlage oder wie sich das schimpft. Oh, Lautsprecher. Ja, ist auch ein guter Begriff dafür. Sieht ziemlich schwer aus. Ich wünschte, ich hätte ein paar dieser Jungs auf meinem Schreibtisch stehen. Toni, du bist doch schon laut genug. Okay, so einmal ein Dialog dazu. Brennstereoanlage. Ach, das ist die Stereoanlage. Das sind die Lautsprecher. Alles klar. Hat man mal wieder was dazu gelernt? Ich frage mich, was für eine Musik ein Waffenspezialist zuhört. Öffnen wir mal das CD-Fach und schauen wir rein. Slowenische Polka. So soll ich mal auf Play drücken. Toni, lass die Finger davon. Na gut, ich will das auch nicht hören. Bei solch einer Musik wundert es mich nicht, dass Brenz zum Brötchen verdienen Waffen entworfen hat. Wie schockiert einfach Siva guckt. Eine neue Gipsregel wurde freigeschaltet. Okay. Oh, Fernseher. Hey, schöner Flachbildfernseher. Ist das ein 52 Zoller? Sieht viel größer aus als deiner. Es kommt nicht immer auf die Größe an. Ja, red dir das nur ein, Toni. Oh, jammer. Eine Patronenhülse, wenn das kein Hinweis ist. Gut, dass ich da mal runtergeguckt habe. 9 mm Hülse. Der Schütze hat seinen Müll nicht weggeräumt. Entweder war es ihm egal oder er hatte keine Zeit. Der Schütze hat von hier aus geschossen. Aus kurzer Entfernung. Das deckt sich mit der Eintrittszone an der Leiche. Keine weiteren Einschussstellen. Ein Schuss, kein Mord. Also ein Schuss, ein Mord. Wir nehmen sie mit und sehen sie uns genauer an. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. 9 mm Hülse. So, hier waren wir schon. Gibt es noch irgendwas abzutasten? Da haben wir schon. Nein, ich denke, hier sind wir fertig. So, weitere Station hier. Der Boden sieht doch interessant aus. Dann wollen wir gleich mal einen sehr auffälligen Blutfleck. Den grapschen wir gleich mal an. Ist natürlich sehr ratsam, an Tatorten mal einen Blutfleck anzutatschen. Wow, seht euch mal diese Blutspur an. Sieht aus wie ein Bild von Jackson Pollock. Du bist heute besonders morbide, Toni. Sieht fast so aus, als wäre er durch das Zimmer gekrochen, nachdem er angeschossen wurde. Zwergi, machen Sie bitte ein paar Fotos von dieser Blutspur. Na klar doch. Ich nehme es doch gerade auf. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. Blutspur. Okay, das hätten wir. So, hier einmal den Pass berühren. Den schauen wir uns auch noch an. Ein laminierter Ausweis. Gute Arbeit, Zwergi. Er liegt neben der Blutspur, brennt Blut. Sieht fast aus wie ein Ausweis, die wir beim NCS benutzen, um durch den Haupteingang zu gelangen. Vielleicht können die Sicherheitsleute herausfinden, wann er zuletzt benutzt wurde. Bingo!
Wem gehört er? Die Nose hat nachgefragt. Auf dem Ausweis steht der Name Richard Brewer. Doch hoffentlich nicht der Täter. Ich will nicht hoffen, dass das jetzt hier schon... Der hat doch nicht etwa seinen Ausweis vergessen. Och Mann. Er ist der stellvertretende Vorsitzende von SigmaWorks Technologies. Was hat seinen Ausweis am Tatort verloren? Er muss sich wohl am Tatort aufgehalten haben. Wann ist noch nicht klar, aber... Moment mal, ja, es ist Berwers Ausweis, aber jeder könnte ihn verwendet haben. Wie auch immer, wir werden den Berwer bald in die Mangel nehmen. Wir nehmen diesen Ausweis als Beweisstück mit. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt, Ausweis. So, da steht noch ein Kaffeebecher. Blutvorspur haben wir schon. So, Kaffeebecher antatschen. Ein Pappbecher mit Kaffee. Wissen Sie noch, was Kips immer für Kaffee zu Kaffee sagt? Nun, Zwergi, weiß jetzt, dass Gips seinen Kaffee gern schwarz trinkt. Na, Regel Nummer 23, stell dich niemals zwischen einem Marine und seinem Kaffee, wenn du am Leben bleiben willst. In diesem Fall ist Brent natürlich schon tot. Eine neue Gipsregel wurde freigeschaltet. Aber ich sehe da noch was da. Da ist auch noch was unter dem Tisch. Ein altmodischer Füllfederhalter. Man sagt, der Stift sei mächtiger als das Schwert. Das gilt wohl nicht für tödliche Schusswunden. Ja, dieser Tatort ist fertig. Dann gehen wir zum letzten Punkt des Tatorts, dort hinten. Zum wichtigsten Punkt. Da ist eine Leiche. Eine Brennleiche, wie es aussieht. Und dann gucken wir uns mal die Leiche an. Oder zumindest das Umfeld. Haben hier noch was im Schrank? Ja, da ist was im Schrank. Das müssen wir uns natürlich auch angucken. Das sind aber viele Akten. Sieht nicht aus wie etwas, das ich gerne lesen würde. Du liest doch überhaupt nicht gerne, Toni. Außer Zeitschriften mit einem Poster in der Mitte. Hey, ich hab das Buch von McGee gelesen, Deep Six. Nicht, dass es mir gefallen hätte. Ja, da gab's einen Fall, in dem die sein Buch lesen mussten, weil jemand sein Buch nachgestellt hat, sein Mord. Die Folge fand ich geil. Huch, dieser Kerl hat echt viele Bücher über Waffen. Nicht so viele wie ich. Siva, manchmal machst du mir wirklich Angst. Nur manchmal? Eine neue Gipsregel wurde freigeschaltet. Die wir dann irgendwann später mal durchlesen werden. So, hier haben wir eine Wunde auf einer Leiche. Müssen wir vermutlich wieder fotografieren. Die Kugel trat vorne in Brents Brust ein. Er war seinem Angreifer zugewandt. Es gibt keine Austrittswunde. Dagi wird die Kugel im Labor herausholen müssen. Wie wenn man eine Nadel im Heuhaufen sucht oder wie hier nach Kugeln. Machen wir ein Foto davon, Zwergi. Na klar. Das Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. Brennt's Wunder. Mich würde mal interessieren, guckt ihr auch NCIS oder guckt ihr irgendeine andere Krimiserie? Ich gucke zum Beispiel auch gerne The Mentalist oder Castle. Das sind auch wunderbare Krimiserien. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare,
was ihr so, was eure Lieblingskrimiserie ist. Brent war keine schlechte aussehender Junge. Was denkst du, lieber? Nicht wirklich mein Typ. Wirklich, warum nicht? Nun ja, erstens ist er tot. Das wäre natürlich ein Dämpfer für eine Beziehung, und zwar ein ziemlich großer. Kommt Ihnen die Körperhaltung etwas seltsam vor? Hab ich auch gedacht. Warten wir mal ab, was Ducky dazu sagt, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen. Machen wir lieber noch ein paar Fotos. Na, unbedingt. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. Brents Leiche. Zwergi, haben Sie die Beweise untersucht, die wir gefunden haben? Sehen Sie Ihre Beweisakte in der rechten oberen Ecke. Wenn dort etwas blinkt, heißt das, dass wir Beweise gesichert haben, die wir noch untersuchen müssen. Suchen Sie die Beweise in Ihrer Akte, die noch untersucht werden müssen, und bearbeiten Sie sie vollständig, Zwergi. Na, aber gerne. So, ich glaube, wir hätten jetzt alles eingesammelt. Hier haben wir die Beweise. Die gelb blinkenden müssen wir noch eintüten. Das ist der Terminplaner. Ein Brennsterminplaner gefunden in Brenns Büro. Mal gucken, was hier ist. Ist doch eine Visitenkarte drin. Eine handgeschriebene Notiz. Scheint eine Telefonnummer zu sein. Meine Privatnummer? Ich habe das Gefühl, Brenz hat hier drin nicht nur geschäftliche Termine stehen. Vielleicht hatte er eine Freundin oder einen Freund oder beides. Man weiß ja nie. Sie sollten jetzt diese Telefonnummer nachverfolgen. Abby soll eine umgekehrte Suche durchführen. Ja, das hatten wir schon. Und was haben wir denn hier noch? Sämtliche Namen stehen hier mit Initialen drin. Brent benutzte wohl Abkürzungen für seine Kontakte. Scheint jemand zu sein, der etwas zu verbergen hatte. J, T und T, R tauchen regelmäßig auf. Und morgen am 18. steht da das Wort Levitan. Toller Film. 1989 mit Peter Weller, Richard Kainer und ihren. Wenn du Angst hast, Simon, nehme ich dich in die Arme. Nein, danke, Toni. Ich habe heute schon geduscht. Okay, Zwergi, sehen Sie sich weiter um. So, das hätten wir eingetütet. Jetzt müssen wir da Abteilungen draufschreiben. Ich würde mal sagen, Graphologie, oder? Ja. Fingerabdrücke können auch drauf sein. Ja. Perfekt. Einmal zutüten. Wurde in deiner Beweisakte aktualisiert. Terminplaner zu deiner Beweisakte hinzugefügt. Telefonnummer. Muss natürlich noch hier rumkümmern. 9mm Hülse. Hülse aus einer 9mm Patrone gefunden in Brenns Büro. Na, das sieht auch nach einem Fleck aus, nach einem. Sag schon, an der Hülse befindet sich ein Rückstand. Weißliche Farbe. Riecht ein bisschen nach Nagellackentferner. Vielleicht war unser Schütze bei der Maniküre, bevor er einen Mord beging. Gute Manieren. Was hätten wir hier noch? Vielleicht hier unten dran noch irgendwas? Auf der Rückseite. Hier ist ein partieller Fingerabdruck erkennbar. Ich glaube nicht, dass das ein brauchbarer Abdruck ergibt. Aber ein Versuch ist es wert. Wenn das jemand kann, dann Abby. Bitte einmal eintüten.
Da würde ich mal sagen, Fingerabdruck ist dran. Und Ballistik würde ich auch machen. Ansonsten DNA. Nein. Nein, Chemie. Ja. Oh. So, eingetütet und wurde in deiner Beweisakte aktualisiert. 9 mm, wie gesagt. Also gut, Zwerge, wir haben getan, was wir konnten. Jetzt warten wir auf Ducky. Wie fanden Sie Ihren ersten Tatort? Ich wurde dazu geboren, Mordfälle zu ermitteln. Ja. NCIS seit 12 Staffeln. Das werden wir sehen. Noch ist der Fall nicht gelöst, Frischling. Sieh an, Ducky ist da. Dr. Millard. Wo warst du denn so lange, Duck? Und wo ist Palmer? Mr. Palmer hatte gestern einen Autounfall während seiner Steppstunde. Stepptanzstunde. Das war ja klar. Was während seiner... Okay. Erstaunlich, wie gefährlich ein schlechter Stepptanz sein kann. Wusstet ihr, dass die meisten Stepptanzschritte auf einem Stammesritual namens Juba zurückgehen? Die Schuhe sind natürlich andere, aber... Duck, toter Typ. Ach ja, natürlich. Und sie sind wohl unser neuer Agent auf Probe. Freut mich sehr, Zwerg. Obwohl ich wünschte, die Umstände wären weniger tragisch. Ist mir eine Ehre, so. Also mal sehen. Mal sehen, was wir sehen. Wie man so schön sagt. Ducky untersucht die Leiche. Die vorläufigen Untersuchungen scheint zu bestätigen, was wir wissen. Die Schusswunde war die Todesursache. Ducky zieht einen Thermometer heraus. Rutsch! Die Temperatur der Leber lässt vermuten, dass es zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr starb. Die Sicherheitsleute berichten, um 1.44 Uhr morgens einen Schuss gehört zu haben. In der Blutspur auf dem Teppich nachzuurteilen, scheint das Opfer bis zuletzt durch den Raum geschleppt zu haben. Ich frage mich, zu welchem Zweck? Glauben Sie, er wurde von jemandem gezogen? Gute Frage, aber ich glaube nicht. Die Stellung der Leiche gibt keine Hinweise darauf. Ich nehme an, er hat sich mit eigener Kraft fortbewegt. Und seht mal, das Telefon befindet sich auf der anderen Seite des Raumes. Es ist unwahrscheinlich, dass er versucht hat, nach Hilfe zu rufen. Er kroch auf etwas zu. Oder weg. Seht euch mal die Eintrittswunde an. Die Kugel traf ihn in einem horizontalen Winkel auf die Brust. Brent wurde wohl aus kurzer Entfernung erschossen. In der Zwischenzeit kroch er durch den Raum und starb hier neben der Wand. Das passt zu den Fakten. Hoffentlich kann ich euch mehr dazu sagen, sobald Mr. Brent in der Autopsie war. Sie war Timothy, wärt ihr so nett, mir zu assistieren? Natürlich, Ducky. Ducky bewegt die Leiche mit Siva und McGee's Hilfe. Schieb! Okay. Ich weiß, ich sollte mich beeilen, Jethro. Ich beginne mit der vollständigen Autopsie, sobald wir wieder im NCIS sind. Wow! Sieh dir das an, Boss. Da sind Blutflecke, wo die Leiche lag. Das hier sieht aus wie Handabdrücke.
Das Opfer streckte sich zur Wand hin, nachdem es erschossen wurde. Was fehlt? Brent wird erschossen, fällt hin, kriecht vom Telefon weg und streckt sich dann zur Wand hin. An der Wand befindet sich lediglich der Lüftungsschacht. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sollten uns das einmal näher ansehen. Dann schauen wir uns das natürlich mal an. So, hier wird angeguckt. Jetzt ist es offen. Das ist ein Blutfleck, den wir vermutlich fotografieren müssen. Dieser Handabdruck zeigt, dass Opfer sich nach dem Lüftungsschacht ausstreckte. Ich bezweifle, dass sich das Opfer nach dem Schuss in die Brust um die Hitze sorgte. Zumal es gestern angenehme 26 Grad Celsius waren. Vielleicht ist da etwas im Lüftungsschacht. Machen Sie ein paar Fotos, Zwergi. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. Blutiger Handabdruck. Ja, okay. Na, hier haben wir doch was. Sieht aus wie ein USB-Stick. Ich habe etwas gefunden. Da liegt ein USB-Stick im Luftschacht. Brent muss hier reingelegt haben, bevor er starb. Er wollte ihn wohl vor dem Mörder verstecken. Wir müssen ihn zum NCIS bringen und herausfinden, was da drauf ist. Das dürfte ja für McDee kein Problem sein. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. USB-Stick. Jo. Haben wir hier alles erledigt? Zwerge? Ja, ist alles erledigt. Wir können den Tatort abriegeln. Vermutlich können wir hier einfach einen Diebstahl ausschließen, aber wir müssen im NCIS noch viele Beweise untersuchen. Dieser Ausweis ist bisher der einzige Hinweis auf einen Verdächtigen. Gemäß der Sherlock-Holmeschen Schlussfolgerung heißt das, dass Richard Braver etwas mit dem Mord zu tun hat. Bist du irgendwo gegengerannt? Was soll der britische Akzent? Und was ist die Sherlock-Holmesche Schlussfolgerung? Ich brauche nur eine Pfeile und einen dieser lustigen Hüte. Und, achso, eine Pfeife. Ich brauche nur einen dieser Pfeife und einen dieser lustigen Hüte. Und schon bin ich einer der größten Detektive aller Zeiten. Ganz einfach, mein lieber McGee. Wohl eher ein Clown. Du weißt doch nicht einmal, ob Braver gestern Nacht hier war. Ja, gibt's Kopfnuss. Wie wäre es, wenn wir es herausfinden? Sie war Zwergi, ihr sprecht mit Braver. So, erste Mission abgeschlossen. Bericht Tatort. Brents Büro abgeschlossen. 10 von 10. Keine Hinweise. Bonus. 10 von 10. Bonusobjekte. 10 von 10. Was? Ich hätte mir Hinweise geben können. Okay. Aber gut, insgesamt 30 von 30 Punkten. Klingt doch super.